Hey Leute, ich begrüße euch zum heutigen Sonntag. Es ist mittlerweile schon Abend. Und ich habe mich mal ins Feld begeben, weil ich euch mal was zeigen wollte. Und zwar, wie ihr ja wisst, wir sind aktuell in so einer gewittrigen Lage. Und hier Baden-Württemberg. Und der Bereich, wo ich mich jetzt hier befinde, ist auf der präfrontalen Vorderseite von diesem langgezogenen Niederschlags- und Gewittergebiet. Also aktuell sind da noch keine Gewitter drin, es ist im Westen, das geht von Frankreich über Benelux, teilweise Saarland, Pfalz bis hoch Richtung Nordwesten. Streckt sich dieses ganze Gebiet, da ist aktuell wie gesagt noch kein Gewitter drin, da ist Starkregen vorhanden. Ein sehr ausgedehntes Gebiet und wir sind hier vorderseitig und hier weht ein recht lebhafter Nord-Nordost-Wind. Der Wind in dieser Front kommt aber von Westen, das bedeutet, es ist Windscherung vorhanden und das ist jetzt hier Blickrichtung Süd-Südwesten und wie man sehr schön sieht, ist dort eine Gewitterzelle entstanden, jetzt schon vor gut 2 Stunden. Das ist ein Einzelzellensystem, also obwohl es aussieht, dass wenn das jetzt Multizellen wären, also mehrere Gewitter, ist das wirklich nur eine Zelle, wo der Eisschirm verweht wird. Da ist also kein Regen mehr drin, man sieht wirklich nur noch im vorderen Bereich aktuell, dass da Aktivität drin ist, dass auch noch Quellformen anbauen. Dort sind vereinzelt Blitze, aber nicht mehr wirklich viel. Also es ist sehr eng begrenzt, das Niederschlagsgebiet. Da ist Starkregen. Das ist jetzt etwas unterhalb von Stuttgart, so wie ich das sehen konnte, das Ding. Sieht wohl schon sehr interessant aus. Ja, ansonsten sieht man sehr schön diese ganzen langgezogenen Wolkenstreifen und Bänder. Das ist so eine hohe Schichtbewölkung. Das nennt man Stratus und teilweise auch Cirrus, Cirrocumulus und so weiter und so fort. Und das ist die Vorderseite von diesem Schlechtwettergebiet, sage ich jetzt mal. Wo Schlechtwetter ist nicht die richtige Bezeichnung, das ist ein Niederschlagsgebiet, das ist ein Trog, eine Tiefdruckstörung, die auch sehr massiv ist und wie in den Wetterberichten schon deutlich hervorgehoben wurde, besteht da echt die Möglichkeit heute und morgen von zum Teil heftigen Gewittern, Starkregen und ähnlichem. Bin mal gespannt, ob das hier dann auch losgeht. Also das soll von Süden herkommen, Süd-Südwesten, dann bis auf Nord-Nordwest übergreifen, Nordrhein-Westfalen, bis hin teilweise Niedersachsen und morgen teilweise auch bis in den Nordosten hoch. Also da schauen wir mal, wie weit das wirklich jetzt so kommt. Aber schon mal ganz gut, dass es dann Regen gibt. Schaut mal, wie das aussieht. Das sind richtig so diese typischen streifigen Strukturen dort. Also hier ist die Luft, es ist 28 Grad. Es ist ein bisschen kühler geworden als gestern, noch nicht so extrem. Aber man merkt doch schon, dass gewisse Gewitterluft vorhanden ist. Aber es ist noch nicht wirklich richtig extrem schwül. Also eigentlich ist es noch auszuhalten heute. Gespannt, wie das morgen wird. Wind, wie gesagt, lebhaft. Und ja, mal gucken, was heute Nacht dann so passiert. Wenn das eventuell dann schon übergreift. Also letzte Nacht war ich auch draußen. Und es war schwaches Wetterleuchten zu sehen. Es waren so ein paar einzelne Zellen, auch Richtung Westen, der Pfalz und so. Aber das war zu schwach, das konnte man so nicht groß jetzt aufnehmen oder verwerten. Ich hoffe, dass dann heute Nacht mal ein bisschen mehr passiert hier vielleicht, dass man dann ein paar Blitze vielleicht irgendwie sieht. Also richtig schön. Wunderbar. Das sieht richtig schön aus. Aber wie gesagt, sind so die Vorboten von diesem Ganzen. Wenn man da hinten am Horizont nämlich runter guckt dort, da ist richtig dunkel und ungefähr so 50, 60 Kilometer in die Richtung ist Regen. Da regnet es. Definitiv. Da ist so ein ganz langgezogenes Regenband. Da sind auch noch keine Gewitter drin, es ist einfach nur Regen. Also, das ist ja auch in Ordnung. Muss ja regnen, nur ich hoffe dann mal, dass es auch wirklich Richtung Osten mal endlich regnet. Da ist es wirklich deutlich zu trocken in dem ganzen Bereich da. Aber das ist, wie gesagt, liegt jetzt mal im Rahmen des Möglichen, dass dann Niederschlag fällt. Ja, mit dem Ding da ist wohl nicht mal wirklich viel los da. Ja, man sieht auch, wie ich das ja eben schon erwähnte, dieser ganze Eisschirm da irgendwie verweht wird und ich glaube, die Zelle, die wird nicht mehr lange machen. Die ist jetzt schon so auf dem absteigenden Ast. Na, wie gesagt, schauen wir mal. Und ich behalte das mal im Auge, wie immer. Und
würde ich mal erstmal sagen, bis dann. Wenn noch irgendwas kommt, dann sehen wir weiter. Ich wünsche euch was. Morgen angenehmen Wochenanfang. Tschüss.